Hallo, da sind wir wieder. Guten Tag oder Abend. Guten Hallo. Ich habe gerade die wichtige Information bekommen, dass Leonard keine Ahnung hat, wer Sherry ist. Ja doch, ich kenne sie ein bisschen aus Resident Evil 6. Boah. Okay, Cutscene-Time. Irgendeine Wirkung bei dir? Soll so eine Art Energieschub auslösen, aber bisher merke ich nicht. Also, mal unter uns. Wir hätten mehr Geld verlangen sollen. Sehr viel mehr. Sicher, dass das nicht im Vertrag stand. Aber es lässt sich alles neu verhandeln. Wenn du einen Schuss willst, musst du dich unten anmelden. Kann ich aber nicht empfehlen. Kein Zweifel. Sie haben die Antikörper. Vielen Dank. Moment mal, was? Sie sind vielleicht der Schlüssel zur Rettung der Welt, Jake Mueller. Zuerst rette ich mich aber selbst. Schön für dich, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Kommst du? Nach Ihnen. Die Dinger da oben waren Javo. Das sind die BOWs, die die Rebellen einsetzen. Das erklärt, warum es hier von BSA nur so windet. Wir müssen das Land verlassen, ohne dass uns irgendjemand bemerkt. Ich hatte eigentlich ausgewählt, dass ich Sherry spiele, aber na gut, danke Spiel. Was habe ich denn hier für tolle Sachen? Den Bärenkiller. Kerberos. Oh. Ich muss sagen, allein die Einleitung war schon 100-mal besser als die von Chris. Ist ja gut, Kamera. Meine Fresse. Es geht schon wieder los. Verschissene BSAA, hört mit dem Geballer auf! Jeder in ihrem Zug ist jetzt zum Javo mutiert. Und sie tragen die gleiche Kleidung wie die. Los, wir müssen hier weg. Oh, schon mal da. Was
eine Show. Gibt's hier irgendwo Popcorn? Wir haben jetzt keine Zeit zum Gaffen. Nicht? Aua. Warum kriegst du immer die automatischen Pistolen? Hä? Bei Leon hattest du die. Nein, die war nicht automatisch. Ja, meine auch nicht. Ist die hier, die du jetzt hast? Die ist automatisch, ja. Dann hast du noch eine UMP, die auch automatisch ist? Die war halbautomatisch. War halbautomatisch? Frecher. Ja. Hättest dein Geld zurückverlangen sollen. Mein okay. Gott, ey. Au. Herrscht das Eins der Chaos! Wir suchen uns Deckung! Wir müssen hier unversehrt rausbringen! Können die damit bitte aufhören, Alter? Ich bin down. Ja. Oh, du hast mir eine Tablette gegeben. Ich glaube, wir sollen hier einfach weg. Ich bin down. Ja, ich auch. Ich würde die auch gerne schießen, aber Und die im Heli sitzen auch nur so. Wir haben es geschafft, wir haben die Welt gerettet. Mann, was für eine Show. Gibt's hier irgendwo Popcorn? Ja, ich gehe einfach. Tschüss. Ja, aber wo lang? Hört mit der Kamera auf. Ach, den Weg da einfach links hoch. Okay. Oh. Oh, jetzt ist er doch schon wieder gestorben. Oh mein Gott, Munition. Könnt ihr den Scheiß mal lassen? Alter. Ja, einfach rennen. Hey! Hey! Okay, eins noch vorweg. Ich will 200.000 sofort, plus 200, wenn's vorbei ist. Oh, und BOWs kosten extra. Weitere 1.000. Für jede. Ich bin nicht hier, um sie anzuheuern. Was? Was willst du denn? Ihr Blut. Vom Roten Kreuz oder was? Nein, hören Sie, diese Dinger, die uns angegriffen haben, sind mit einem neuen Virus infiziert. Dem C-Virus. Hm? Sie haben sich gerade eine Dosis davon verabreicht. Es hat bei Ihnen nichts bewirkt, weil Sie über Antikörper verfügen. Im Moment kämpfen wir gegen einen globalen Bioterrorismusangriff und wir brauchen dringend einen Impfstoff. Wir brauchen Sie, Jake. Wir brauchen Ihr Blut. $50 Millionen. Was? In bar. Nicht verhandelbar. Dafür kriegt ihr eine ganze Flasche. Er weiß, wie man verhandelt. Den war aufgehoben. Eingezündeter Sprengsatz. Oh mein Gott, ein Kraut. Habt ihr doch gerade mitgehalten? Uns zu erwarten. Nee, wir hast müssen du nicht. Uns den Weg freischießen. Nicht? Okay, wir haben keine andere Wahl. Bei mir warst du von gelb auf grün wieder hoch. Nee, ich hab die ganze Zeit blau. Zwei weniger. Wo bist du, meine Fiatelle?
Mein Gott, ich blau auf den Hintergrund hier ist nicht gut. Ja. Der hat aufgemuckt. Oh, guck mal da. Er schießt. Ach da. Ja, tschüss. Kommst du auch? Worauf wartest du? Sehe ich etwa wie eine Akrobatin aus? Ich suche mir einen anderen Weg. Gehen Sie nicht zu weit weg. Keine Angst. Ich laufe nicht weg, bevor ich mein Geld habe. Bist du keine Akrobatin? Nein. Ah, Munition. Nice. Geben Sie mir Ihre Hand! Nö. Langsam fühlt sich das wie Arbeit an. Ist noch eine Leiter? Können wir hier irgendwie... Nee. Ups. Du bist zu fett. Du bist fett. Dann brech mir das Ding aus. Ah, siehst du, du warst so fett. Wo muss ich jetzt lang? Ja. Der hat Leiter runtergemacht. Event, Louis. Ach, geht's. Ich weiß. Ich weiß. Die BSAA hat ein hartes Stück Arbeit vor sich. Und das ist längst nicht alles. Soweit ich weiß, haben meine Auftraggeber einen Panzer am anderen Flussufer. Die BSAA wird die Brücke am Ende in Leichensäcken verlassen. Mehr als Sie glauben. Versucht man nicht meine ganzen Waffen zu benutzen, die ich schon habe. Außer es wird knapp. Hey! Oui. Keine Sorge, ich. Aha. Oui. Ja, hast du so Zuckersaffe. Oh Gott. Nicht die Kamera. Was soll der Scheiß? Ich bin keins dieser verdammten Monster, ihr Schwachköpfe. Ich sag direkt, wenn ich hier verkacke, dann liegt's an der Kamera. Okay, ich lebe. Sieht so aus, als würdest du auf die Fresse kriegen. Bisschen, ja. Hey. Da sind noch drei. Ja, das ist okay. Und Kisten. Ah. Aua. Was sind die denn? Die sind gepanzert und ziemlich stark gegen Nahkampfangriffe. Dann benutzt keine Nahkampfangriffe. Ich habe 12 Schuss. Ich hab keinen Platz im Inventar. Moment, wie war die Steuerung nochmal? Sturmgewehr, ja. Oh. Nee. Nee, da war noch von dem Typen gerade. Hatte ich noch nicht aufgehebert. Die Kampagne hier wird auch noch ein bisschen. Was meinst du? Kampf oder Flucht? Actionlastiger. Es sind so viele.
Wir sollten fliehen. Ja, aber wohin? Hier. Oh. Mein Face. Na gut, ich laufe. Tschüss. Kommt das mir nur so vor, dass beim Sprinten die Kamera auf einmal viel einfacher geworden? Bisschen, ja. Oh, den kennen wir doch. Stars. Ach nee. Ich glaube, wir müssen laufen. Wir nehmen deinen Plan. Och. Dieser Mistkerl ist stark. Ich wollte sagen, der kommt gerade gefährlich nahe. Das klappt nie! Jay! Frauen haben doch immer irgendwas. Ich gehe. Was zur Hölle ist denn das? Was? Will ich da nach oben werfen? Ja. Ist so eine Kiste? Jake! Komm ich da nochmal raus? Leertaste. Da geht's auch noch runter wieder. Hm. Tür hoch und runter. Also Tür geht weiter, so wie es aussieht. Ja. Ich gehe runter. Mich angeschießert. Okay, ich krieg einen Haufen Munition von Nicht-Pistole. Also kann ich meinen Plan, glaube ich, vergessen. Hier oben ist nichts weiter. Komm. Eben konnte ich dich dann noch hochholen. Ja, so, jetzt. Ja. Kann ich nur wie weiter hochwerfen wieder. Hey! Hm. Komisch. Was ist denn da oben? Einfach nur Kisten? Kiste. Fertigkeitspunkte. Rotes Kraut. Mano. Und ein Emblem. Oh man.
Es ist da. Das siehst du von hier unten nicht. Hätte ich doch nur eine Handgranate. Oder fünf. Hey! Da! Da drüben kommen wir raus! Stürzt doch auch gleich alles ein. Die Bauaufsicht sollte hier dringend mal vorbeischauen. Ja. Wow, hier drin ist es noch kälter als draußen. Nachts ist es kälter als draußen. Ich habe keinen Platz für sowas. Nehmen wir es einfach mit. Vielleicht kann man es verkaufen. Das ist nicht Resident Evil 5. Hey! Hey! Verdammt, sie haben uns gefunden! Links. Mist. Aber dieser Arschloch hat ja nichts Besseres zu tun. Oh, die benutzen bestimmt die neueste Battlefield Engine dafür. Immer im Rhythmus schießen. Das Gefühl, wir brauchen die Fässer. Eisenkiste. Oh Junge, Bosskampf. Das wäre meine Vermutung tatsächlich, ja. Aber schon eine Weile her. Warte mal. Oh! Ein Sturmgewehr hat einen Granatwerferaufsatz. Lecker. Oh, die Magnum-Munition nehme ich auf jeden Fall mit. Warte, warte. Hier oben gibt es noch eine Waffe. Da. Da oben kann ich... hier ist eine Leiter auf jeden Fall. Hoppala. Geht's vielleicht die Treppe hoch wahrscheinlich? Ja, Treppe hoch. Wechsel, geh da mal weg. Woher wusste er denn, dass hier eine Waffe ist? Die wurde angezeigt. Elefantenschlechter. Ja. Oh, das ist die Magnum. Die wird es nicht angezeigt, weil ich sie schon habe. Hui. Wer meckert denn hier noch rum? Ach, das bist du. war dieselbe Idee. Also ich will ja nicht sagen, dass das hier sehr nach Bosskampf aussieht, aber... Oh. Hör dich. Okay, out of nowhere. Oh, hier kann man Wii. Hey. Oh nein, wie unerwartet. Der saß auch die ganze Zeit oben. Na, gehen Sie zur Tür, los. Das hat sehr viel Schaden gemacht. Wir müssen ihn wohl überzeugen. Jay, kriegst du nicht. Wo ist denn der? Der ist hinter mir her, wa? Ja. Aua. Ich stehe nicht so auf mutierte Viecher. Wie, der kann um Ecken rennen. Der kommt die Treppe hoch. Ja, ich hab's gesehen. Ich hoffe,
hoffe, du hast meine 50 Millionen nicht vergessen. Ich rede mit meinem Boss, wenn wir das überleben. Was ist los, Arschloch? Bist du nervös? Nein, meine Sniper ist ein Repetiergewehr. Hat der da gerade eine Granate geworfen? Tanks fand ich besser. Du elender Mistkerl. Da stand ich aber nicht. Diese Mission wird immer komplizierter. Aber wenigstens sind sie in Sicherheit. Wir haben noch einiges vor. Ich muss mal ganz kurz und pausieren. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Vor 3 Jahren dachte ich würde im Dschungel von Südamerika draufgehen. Der Feind hat uns umzingelt. Als ich das begriff, war mein Team schon tot. Ich hatte meine Waffe verloren. Dieser Bastard griff mich mit einem Messer an. Eine Kugel war ich ihm wohl nicht wert. Warum erzählen Sie mir das? Der Tod durch die Klinge ist der schlimmste. Es ist schrecklich. Söldner wie ich, wir können uns nicht aussuchen, wie wir sterben. So ist es eben. Tja, aber dafür werden Sie angeheuert, oder? Für Geld zu sterben ist das eine. Da habe ich die Wahl. Aber grundlos zu sterben, das gefällt mir gar nicht. Also, verraten Sie mir jetzt, was dieses Scheißding war und warum es mich umbringen will. Das Ding ist wie die Jabo. Eine bioorganische Waffe, die den C-Virus trägt. Er wird von einer terroristischen Organisation namens Neo Umbrella eingesetzt. Nie davon gehört. Sie wollen die Antikörper in ihrem Blut untersuchen. Dabei ist es egal, ob sie tot oder lebendig sind. Als Söldner war ich echt besser dran. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen was passiert. Die Welt braucht Sie. Nein, nicht mich. Nur mein Blut. Ah. Die Welt kann es haben, solange jemand dafür bezahlt. Klingt auf jeden Fall vernünftig. Hey! Sherry Birkin, nationale Sicherheit. Sherry Birkin, Sie waren in Raccoon City. Woher wissen Sie das? Claire. Moment, sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Cap, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ on Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flakartillerie. Schalten Sie sie aus. Alpha Team, verstanden. Was zum? Großes Feindobjekt auf dem Radar geortet. Es kommt direkt auf Sie zu. Das kostet aber extra. Alpha Team, komm, hier spricht Echo. Diese 3 Flakgeschütze machen uns Probleme. Verstanden, Echo. Wir werden uns darum kümmern. Ich geh mal zu einem. Wenn ich mich daran erinnere, wie man da hinkommt. Unser erstes Ziel ist da drüben. Chris, wir helfen Ihnen. Boah. Kommt nicht in Frage. Bringen Sie sich in Sicherheit. Keine Sorge, ich kann auf mich aufpassen. Aber Sie brauchen Hilfe. Mann, als ich noch Söldner war, sahen meine Überlebenschancen besser aus.